Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Mist of Pandaria Beta-Video. Diesmal möchte ich euch die neue Ruffraktion, die Klaxi, vorstellen. Die befinden sich hier in der Schreckensöde in Klaxi West. Und ja, Klaxis sind die, wenn man so möchte, ältesten Mantis. Und ja, die wurden von dem Schar verschont, beziehungsweise von der Übernahme verschont. Und ja, die haben sich jetzt hier mit den anderen, mit den Pandaren, mit dem Pandarenvolk zusammengetan und möchten ihre Artgenossen, also die Mantis, wieder zurückholen. Und ja, ich habe hier einige Daily Quests. Ich werde die jetzt einfach mal ganz spontan annehmen. Hier links ist der Rüstmeister. Und ja, 4 Dailies habe ich gerade. Und dann möchte ich euch nochmal eine Besonderheit dieser Fraktion vorstellen. Und zwar geben die einem einen Buff, beziehungsweise sind genauer gesagt 2. Ihr seht das hier gerade, Schmerzmittel. Und ja, verleiht von Corvin dem Ersten, das ist der NPC vor uns. Erleidet ihr Schaden, der euch töten würde, werdet ihr stattdessen in Amber eingeschlossen, der den erlittenen Schaden verringert und die Gesundheit und Mana während der Effektdauer wiederherstellt. Und ja, kann alle 3 Minuten nur einmal auftreten. Wir haben aber hier noch andere NPCs, die uns ebenfalls einen Buff geben. Das ist jetzt, ja, der defensivere Buff. Ich sag jetzt mal hier, der offensivere sieht zum Beispiel, nein. Wo ist denn der NPC? Ach, hier. Das ist erstmal der Rüstmeister und hier haben wir dann zum Beispiel den Malik, der Unversehrte. Ich hätte gern eure Unterstützung, Malik. Und der gibt uns dann noch einen weiteren Buff. Ja, bei 10 Stapeln erleiden alle Gegner in der Nähe Schaden und werden 3 Sekunden lang betäubt. Irgendwo müsste hier noch ein anderer rumstehen, der uns auch einen Buff gibt. Ach genau, hier dieser Killruck, der Windschnitter. Heute könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Ich habe eigentlich immer den Buff oben. Das sind so, ja, der bessere. Und zwar Killruck fügt euren Gegnern sofort 100, ich sag jetzt mal 120.000 Schaden zu und im Verlauf von 10 Sekunden weitere 120.000 Blutungsschaden. Ja, dieser Killruck kommt immer dann, wenn ich mindestens 2 Adds um mich rum habe. Und ja, der kommt dann von oben. Wir werden das gleich nochmal sehen. Ansonsten schauen wir mal ganz kurz auf die, auf den Rüstmeister. Amberschmied Zick. Ich mach mal alle. Das ist jetzt zwar ein bisschen zu schnell, wie ich durchgehen werde, aber ihr seht ja hier, ab Wohlwollen gibt es 450er Item-Level-Gegenstände. Und ab Respektvoll 489er Item-Level. Und ja, die ganzen Gegenstände, die es hier gibt, findet ihr auf unserer Seite www.mmozon.de, direkt bei den Ruffraktionen. Zum Beispiel mal der Wappenrock der Klaxi. Und hier gibt es auch wieder so ein ähnliches Skorpion-Mount bzw. Pet. Und ja, wir haben 4 Daily Quests. Mal schauen, wo diese sind. Das ist hier nicht davon betroffen. Ja, die sind alle hier oben. Ihr seht das hier gerade. Alle sehr schön zusammen. Und ja, die werden wir jetzt nochmal eben machen. Das hat ja auch nichts zu suchen. Das ist eine separate Sache. Ja, Schreckensspinnenhüpfer töten. Schreckensspinnenei getötet. Ach, das ist ziemlich cool. Das war auch so damals die Pre-Quest, die wir hier, glaube ich, hatten, um dass wir zu den Klaxi gekommen sind. Denn das Ganze ist an so eine kleine Pre-Quest, in Anführungszeichen, jetzt geknüpft. Und ja. Ein uraltes Reich, da müssen wir 8 Tafeln sammeln und Ambersaft, das ist ein bisschen nervig, die Quest. Aber sollte kein Problem sein, Ambersaft sammeln. Ich mach mal ganz kurz den Sound noch etwas leiser. Das könnte dann doch schon etwas laut sein. Und ja, hier unten sehen wir schon diese Schreckenspinnen, da werden wir jetzt einfach mal direkt reinlaufen und dann zeige ich euch direkt mal, sobald wir 2 NPCs in einem Umkreis von, oh verdammt, die Karsten, von 10 Metern haben und ihr seht hier schon den Killruck.
Und ja, so funktioniert das. Ich werde immer wieder auf mein Gear angesprochen in den Kommentaren, liebe Leute. Ich habe das komplette PvP-Set an, weil das vom Item-Level einfach gerade das höchste ist. Und ja, das neue PvP-Season-Set. Dann ist das so. Also ich habe hier keine besonderen, auch wenn ihr mal seht, ich habe gerade PvP gemacht. Die neue Fähigkeit, wenn man so möchte. Beziehungsweise die neue, ja doch, den neuen Stat für PvP-Spieler. Ja, ist von 27,19%. Und ja, Eier verbrennen hier eben mal. Ziemlich cool. Tafeln sammeln, wie gesagt. Und natürlich diese Spinnen töten. Die Ambersaft, wo der Ambersaft ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht so aus dem Kopf. Muss ich dann nochmal schauen. Aber erstmal sammeln wir hier ganz schnell die Tafeln. Und ja, gerade für, ja, ich sag mal, frische 90er sind die Gegenstände hier natürlich relativ interessant. Denn ja, vom Item-Level sind sie höher als die zum Beispiel aus den 5er Heroics. Deswegen, ja, hier muss ich nicht rein. Aber ich brauche noch ein paar Eier. Und ja, hier noch eine Spinne. Die Wächter brauche ich nicht, muss ich also aufpassen. Nee. Okay. Der sollte jetzt automatisch runterticken, denn der gute, meine gute Hilfe, der Killruck, kam eben wieder von oben runter und hat hier einmal rein AOE'd. Und was war das? Streitkolben. Ja, die letzte Tafel haben wir jetzt hier. Ambersaft. Ich muss mal gleich mal schauen, wo ich den Ambersaft herbekomme. Vorher will ich aber erstmal noch die Eier und die Spinnen töten. Wobei, die haben eine recht lange Respawn-Zeit, die sehe ich gerade. Aber macht ja nichts. Wir haben ein bisschen Zeit. So, da sind wir wieder. Wir haben mittlerweile die 20 Eier verbrannt und wir haben jetzt hier die erste Amberhülle. Ja, da tropft jetzt was raus, aber sonst auch nichts. Okay. Ah, okay. Okay, man muss also die Amberhülle anklicken und dann fällt dieser Ambersaft nach unten. Beziehungsweise wir stellen dort einfach ein Gefäß drunter. Ansonsten habe ich hier noch eine Quest gefunden, die ich bisher noch nicht hatte. Killruck der Windschnitter. Das ist wahrscheinlich so ein weiterer NPC, den wir dann freischalten und der dann hier im Lager der Klaxives einfach anzutreffen sein wird. Und ja, der gibt uns dann auch wieder wahrscheinlich eine neue Daily Quest, beziehungsweise vielleicht einen neuen Buff. Denn ja, die sind hier recht und mitunter recht stark. Also, auch wenn ich jetzt hier gerade komplett alleine bin. Und ja, mal schauen, wo wir noch weitere Ambersafte, Säfte finden. Die hängen hier in der Regel an den Bäumen. Und ja, ah, da unten ist eins. Perfekt. Okay, das war mir fast klar, dass die kleinen Mobs adden, aber die sind relativ problemlos zu töten. Und ja, hier ist der Ambertopf. Und ja, wir sehen uns gleich nochmal in Klaxives, wenn ich die Quest abgebe. So, wir haben jetzt die Quest fertig, auch bei dem Killruck hier oben. Ja, der gibt uns jetzt nur die, ja, er könnte uns die Möglichkeit geben, bitte fliegt mich zur Rasse von, Terrasse von Gurtan. Dort sind wir aber an der Terrasse von Gurtan. Wir wollen zurück zur ja, Ruffraktion, zu dem Hauptsitz. Und ja, fliegen wir jetzt einfach mal. Die ganzen Dailies gingen heute relativ schnell. Wobei die jetzt nicht so lange dauern wie, keine Ahnung, die von der Wolkenschlange zum Beispiel. Aber bei der Wolkenschlange, bei dem Orden der Wolkenschlange sind es halt auch einfach ein paar mehr zum aktuellen Zeitpunkt. Gut, ich habe jetzt, was habe ich denn jetzt für einen Ruf? Freundlich wahrscheinlich, ne? Klaxi, freundlich, ja. Die 3300, mal schauen.
Mal schauen, was die guten Jungs jetzt noch geben. Ja, geringes Amulett des Glücks. Da werde ich in einem späteren Video nochmal etwas zu sagen, was das genau ist. Beziehungsweise werde ich im Laufe der nächsten Tage einen kleinen Artikel schreiben. Und ja, Ambersäfte. Jede Quest gibt im Übrigen 143 Ruf. Und ja, zwei geringe Amulette. Ich habe mittlerweile 29. Die wurden erst recht spät eingepatcht. Aber dort werde ich euch dann noch was anderes, also werde ich noch in einem Artikel was zu schreiben. Und ja, das war auch schon mein kleines Preview zu der Ruffraktion, die Klaxi. Wie gesagt, alle Gegenstände, die ich euch gerade vorgestellt habe, findet ihr auf unserer Webseite. Einfach den Link in der Videobeschreibung folgen. Und ja, ich zeige euch demnächst noch die Shadowpan. Dort gibt es interessante Mounts. Ihr seht das hier gerade, Shadowpan. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Daily Quests aber leider deaktiviert, beziehungsweise nicht im Spiel drin. Deswegen warte ich damit einfach noch. Und ja, Goldener Lotus könnte man sich auch noch anschauen. Machen wir noch im Laufe der Woche. Und alles Weitere dann später. Und ich sage bis dahin, macht es gut, haut rein, ciao.